Das vielseitige Programm des Schwechater Ferienspiels sorgt neben sportlichem Spaß auch für viele andere spannende Aktivitäten. Beim süßen Backen konnte man gemeinsam lernen, wie diverse Mehlspeisen zubereitet werden. Genießen Sie nun die folgenden süßen Einblicke. Beim Schwechater Ferienspiel steht nicht nur Bewegung im Vordergrund, sondern auch kulinarische Kreativität. In der Küche der Schwechater Musikschule verwandelten sich die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in kleine Bäckermeister. Mit Mehl, Zucker und Eiern zauberten sie eine Vielfalt an süßen Köstlichkeiten. Habt ihr denn vorher schon einmal etwas gebacken? Ja, schon oft. Ja. Manchmal mit meiner Oma durfte ich bei den Palafschinken helfen. Ich habe schon mit meiner Mama Kuchen gebacken, Muffins und fast, ja. Ich backe öfter zu Hause. Ich habe mal zu einem Geburtstag von meinem Papa Palafschinken gebacken mit 4 Zutaten. Unter Anleitung wurden die Kinder in die Geheimnisse des Backens eingeweiht. Sie lernten, wie der Teig richtig aufgeht und wie man verschiedene Backformen verwendet. Wir haben uns überlegt, dass wir einerseits Becherkuchen machen, also einen Schokokuchen, Marillenkuchen, Zwetschgenkuchen und Buttermilchmuffins. Also wir haben eh relativ viel vor. Und jetzt sind wir gerade beim Becherkuchen. Es ist toll zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder dabei sind, freut sich Betreuerin Hanna Pinker. Ich bin sehr beeindruckt, weil die Kinder super machen und ich habe auch das Gefühl, dass sie echt schon Erfahrung haben beim Backen. Also ich habe mir gedacht, dass es ein größeres Chaos wird, als es jetzt tatsächlich ist. Und ich finde, sie wirken fröhlich und ich glaube, es macht ihnen Spaß. Am Ende des Backmarathons duftete es köstlich in der Musikschule. Die selbstgebackenen Kuchen, Kekse und Muffins wurden mit großem Appetit verkostet. Einige Kinder nahmen ihre Kreationen mit nach Hause, um ihre Familien zu überraschen. Was für ein Gefühl habt ihr denn? Wie werden denn diese Muffins heute schmecken? Gab gut. Ja, gut. Wahrscheinlich sehr fluffig. Ich glaube, dass es für die Eltern eine totale Entlastung ist, weil die Kinder natürlich in den Sommerferien Betreuung brauchen. Und es wird auch von den Müttern und von den Vätern gut angenommen. Und für die Kinder, glaube ich, ist es einfach eine gute Beschäftigung. Also nicht nur auf Urlaub zu fahren, sondern auch da Freunde zu treffen, Sachen zu unternehmen und auch verschiedene Dinge zu sehen. Also genau, ich glaube, es wird sehr gut angenommen. Das schaffen wir wirklich jedes Jahr. Es ist das 36. Mal, dass wir die Ferienspiele in Schwechat organisieren. Und dieses Jahr haben wir wirklich ein sehr, sehr großes Programm. Rund 89 Bewerber haben wir, wirklich altbewährte Bewerber, aber auch neue mit dabei. Und hier hinter mir findet gerade das süße Backen statt. Draußen habe ich gerade gesehen bei den ganz Kleinen das Mal nach Zahlen. Gestern war ich auch schon dabei bei Leichtathletik am Phoenixplatz. Wichtig ist, dass die Kinder sich bewegen, aber auch Freunde kennenlernen und auch vielleicht auch das Backen hier lernen. Und so war das Backen nicht nur ein kulinarisches Erlebnis, sondern förderte auch das Gemeinschaftsgefühl. Die Kinder arbeiteten Hand in Hand und halfen einander gegenseitig. Ein weiterer schöner Tag für die kleinen Teilnehmer des Ferienspiels. Werdet ihr jetzt noch weitere Sachen beim Ferienspiel in Schwechat ausprobieren? Gibt es da irgendwas, auf das ihr euch noch freut in den nächsten Wochen? Ja, auf Kino natürlich. Ja, in Maisau fahren wir zur Amethystenwelt. Da freue ich mich schon sehr. Ich glaube, die Vorfreude war wirklich sehr groß. Wir haben ja wirklich extrem tolle Bewerber und extrem tolle Betreuerinnen und Betreuer. Die machen das wirklich immer mit sehr viel Liebe. Und man hat auch gesehen, gestern habe ich mitbekommen bei Leichtathletik, wie sich viele schon gefreut haben, dass das jetzt stattfindet. Und auch schon gefreut haben, dass sie am Vormittag ein super Programm gehabt haben. Und ich glaube, die Freude bei den Kindern ist wirklich unglaublich groß. Man hört auch immer wieder, dass die Kinder miteinander darüber reden, was als nächstes stattfindet. Gestern zum Beispiel waren sie im Kino, was auch ein Highlight immer ist. Oder im Freibad zum Beispiel. Diesen Bewerb gibt es öfters. Ich glaube, die Freude ist unglaublich groß, dass man in den Ferien ein bisschen was anderes macht als in der normalen Schulzeit.